etwa 80 Kilometer südlich von München, in der Nähe der Autobahn München-Salzburg und unweit des größten bayerischen Sees, des Chiemsees, liegt der oberbayerische Ort Aschau. Der besondere landschaftliche Reiz dieser Bergwelt und der einmalige Ausblick, der sich einem auf der höchsten Erhebung dieser Gegend, der Kampenwand, erschließt, ließ den Gedanken aufkommen, zwischen dem Ort Aschau und der Kampenwand eine Seilbahn zu errichten. Die horizontale Länge der geplanten Bahn beträgt 2336 Meter. Und man entschloss sich zu einer Kabinenumlaufbahn, die bei Überwindung eines Höhenunterschiedes von 841 Metern über 6 Stützen führend eine Fahrbahnlänge von 2480 Meter erreicht. Die größte Spannweite liegt mit 1028 Metern zwischen Stütze 1 und 2. Die Fahrgeschwindigkeit 3 Meter Sekunden, die Beförderungsleistung 300 Personen in der Stunde betragen. Der nun folgende dokumentarische Filmbericht soll über den Arbeitsablauf und die besonderen Schwierigkeiten bei der Erstellung dieser Bahn, die nach den modernen technischen Gesichtspunkten von Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit errichtet wurde, Aufschluss geben. Bei Beginn der ersten Arbeiten im Mai 1955 wurden zur Feststellung der Bodenverhältnisse auf dem Gelände der späteren Talstation neben Tiefbohrungen vor allem Schürfgruben angelegt. Unweit der Baustelle selbst wird indessen im Eigenbetrieb der Zuschlagstoff Kies gewonnen, der später dem vom Werk bezogenen Zement zur Herstellung des Betons beigegeben wird. Schon hier bei den Baggern der Kiesgrube ist zu sehen, dass heutzutage die wirtschaftliche Erstellung eines Neubaues ohne die Verwendung des bewährten Drahtseiles unmöglich ist. Der so gewonnene Rohkies wird mittels entsprechender Anlagen vom Schmutz gesäubert und nach den verschiedenen Korngrößen sortiert. Inzwischen wird an anderer Stelle die künftige Lebensader des Bauvorhabens, die Materialbahn, errichtet. Hier rollen aus Lippstadt, dem Werk der Westfälischen Union kommend, die Trag- und Zugseile dieser Materialbahn an. Das Tragseil hat eine Bruchlast von 67.400 Kilogramm. Um das Naturbild nicht zu beeinträchtigen, wird die Materialbahn parallel zur späteren Hauptbahn angelegt. Hier werden die ersten der ebenfalls 6 Materialbahnstützen aus Holzstämmen errichtet, die zum größten Teil beim Ausschlagen der Walzeneisen gefällt wurden.
Bis zur Fertigstellung der Materialbahn müssen zunächst alle Lasten über das oft schwierige Gelände von Hand auf den Berg befördert werden. Kettenkräder, Maultiere und Pferde werden eingesetzt, um das erste Baumaterial, die notwendigsten Geräte und die Unterkünfte der Arbeiter zu transportieren. Allein für den Bau der Materialbahn wurden etwa 50.000 Kilogramm von Menschenhand und Mulis auf den Berg gebracht. Während man sonst technische Hilfsmittel wie Bagger und Planierraupen für den Aushub einsetzen kann, ist man bei exponierten Baustellen wie hier auf dem Gelände der späteren Bergstation in erster Linie auf Menschenkraft angewiesen. Indessen wächst der Bau der Talstation. Bei Seilbahnen muss ein Spanngewichtsschacht, wie hier, zumeist in der Talstation errichtet werden, der später die Spanngewichte für Trag- und Zugseil aufnehmen soll. Bei den gegebenen Bodenverhältnissen und der erforderlichen Tiefe dieses Schachtes von 14 Metern musste dieser als Senken ausgeführt werden. Das heißt, die vier Wände des später geschlossenen Kastens werden in einzelnen Abschnitten betoniert. Der unterste Abschnitt erhält eine Schneide, unter der der Boden gleichmäßig weggegraben wird. Durch sein Eigengewicht senkt sich der Kasten in den Boden. Ist der erste Abschnitt abgesunken, wird nach dessen Erhärtung der zweite Abschnitt aufbetoniert. Dieser Arbeitsvorgang wird so lange wiederholt, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist und der Kasten durch eine Betonsohle geschlossen werden kann. Infolge der schlechten Bodenverhältnisse im gesamten Baugelände der Talstation war es nicht ratsam, Einzelgründungen vorzunehmen. So wird die Talstation auf eine durchgehende und stark bewährte Sohlplatte gestellt, um ungleichmäßige Setzungen, die die Betriebs- und Standsicherheit der Bahn beeinträchtigen könnten, auszuschalten. Hier Torstahl der niederrheinischen Hütte. Die Betonherstellung erfolgt nach den vorgeschriebenen Richtlinien. Der Zement und seine Zuschlagstoffe werden genau abgewogen und die entsprechenden Mengen Wasser, die an einem Durchlaufzähler abzulesen sind, beigegeben. Durch diese moderne Einrichtung ist das sorgfältige Einbringen eines gleichmäßigen Betons und somit die Sicherheit der einzelnen Bauteile gewährleistet.
ist auch die Materialbahn in Betrieb gegangen. Der Errichtung der Beladestelle und der Organisation der Fahrten wurde ein besonderes Augenmerk zugewandt, um die Transporte wirtschaftlich zu gestalten. Ununterbrochen, Tag und Nacht, wird das erforderliche Gut auf den Berg und zu den Stützen befördert. Bis zur Fertigstellung der Anlage waren es mehr als 12.000 Fahrten mit insgesamt 10 Millionen Kilogramm Transportlast. Hierunter 4 Millionen 700.000 Kilogramm Kies, 625.000 Kilogramm Zement, 100.000 Kilogramm Rundeisen, 620.000 Kilogramm Wasser, 200.000 Kilogramm Profileisen, 600.000 Kilogramm Bauholz und andere Baustoffe. Mühelos haben die ausgelegten Seile der Westfälischen Union diese Belastung aufgenommen. Eine Fahrt mit der Materialbahn führt uns zur Bergstation. Hier ist inzwischen das Barackenlager bezogen worden. Dieses sind die Sprengungen für die Stützenfundamente und für den Aushub zur Bergstation. Von den insgesamt 6 Stützen stehen 4 auf Fels. Unweit der Talstation der Aushub und die Bohrarbeiten bei Stütze 1. Gleichzeitig wird der Parkplatz zur Talstation verdichtet und der Hochbau der Station nimmt immer sichtbarere Formen an.
Auch in der Bergstation gehen die Arbeiten gut voran. Während noch am Dachstuhl gearbeitet wird, beginnen die Monteure mit dem Aufstellen der Stahlkonstruktion. Parallel läuft die Montage der Stütze 2. Immer wieder hat es sich gerade bei diesem Bau erwiesen, dass die Arbeiten eines guten und zuverlässigen Handwerkers wesentliche Voraussetzungen für die Qualität und die Sicherheit des gesamten Bauvorhabens sind. Auch in der Talstation sind die Arbeiten an der Stahlkonstruktion aufgenommen worden. Die Montage der Stütze 1, die wie auch die anderen Stützen in Rahmenkonstruktion erstellt wird, geht ihrem Ende entgegen. Inzwischen haben sich die ersten Spuren des herannahenden Winters auch im Tal bei der Station und bei der Materialbahn bemerkbar gemacht. Das Fundament der Stütze 4 ist ein Stahlbetonkasten von 14 Metern Höhe. Es wurde schon erwähnt, dass die Fundamente der Stützen 1 bis 4 auf Fels gegründet werden konnten. Entgegen aller Erwartung war dies gerade bei den Stützen 5 und 6, die am nächsten der Bergstation stehen, nicht möglich. Unter Mitarbeit namhafter Geologen, Bodentechnikern und Ingenieuren wurde eine Lösung gefunden, die trotz der schwierigen Bodenverhältnisse eine hundertprozentige Sicherheit gewährleistet. Die Fundamente der Stütze 5 und 6 mussten somit ebenfalls als Senkkästen ausgeführt werden, wodurch die Gesamtarbeiten bis tief in den Winter und bis zu einer Kälte von 10 Grad unter Null hineingezogen wurden. Da der Beton für die Stützenfundamente in der Talstation hergestellt und mit der Materialbahn an den Bauort gebracht wurde, erwies sich wieder einmal das Drahtseil als Lebensfaden des gesamten Baues.
Versuchen wir nun einmal, uns mit einer kurzen Besichtigung des Werkes Lippstadt der Westfälischen Union einen Überblick über die Herstellung von Stahldrähten und Drahtseilen verschiedener Art zu verschaffen. In modernen Durchlauföfen wird der schon vorbehandelte, hochkohlenstoffhaltige Stahldraht vergütet. Dies geschieht durch Ziehen und Walzen zur Erzielung eines gut verformbaren Gefüges. Das vordere und hintere Ende des fertigen Stahldrahtringes wird vor der Verseilung auf den vorgeschriebenen Apparaten genau geprüft. Die Reißlast, die Anzahl der Verwindungen und die der Biegungen. Nach der Prüfung werden die Ringe, die die vorgeschriebenen Werte nicht aufweisen, im Drahtlager sofort ausgeschieden. Die Verseilmaschinen für Profildrähte werden mit der erforderlichen Anzahl von Spulen beschickt. Die Profildrähte laufen von den gleichmäßig abgebremsten Spulen durch eine genau kalibrierte Verteilerplatte zu den beiden Pressbacken als Verseilpunkt, die als lichten Durchmesser die Stärke des vorgeschriebenen Seiles haben. Hinter den Pressbacken wird das fertige Seil in dem Rollenrichtwerk genau gerundet. Durch das Drehen des Seilmaschinenkörpers und die erforderliche Abzugsgeschwindigkeit der Abzugsscheibe mit 4 Metern Durchmesser legen sich die Drähte in der gewünschten Spirale oder Schlaglänge fest ineinandergefügt um den vorher verseilten Kern. Hier das vollverschlossene, im Werk Lippstadt der Westfälischen Union hergestellte, 40 mm starke Tragseil für die Kampfmannbahn. Es besteht aus 90 Runddrähten mit 190 Kilogramm Millimeter Quadratbruchfestigkeit und 28 Z-Drähten mit 145 Kilogramm Millimeter Quadratbruchfestigkeit und hielt bei amtlicher Prüfung auf einer Zerreißmaschine 152 bis 154 Tonnen Last bis zum Beginn der ersten Drahtbrüche aus. Jedes Drahtseil hat als Seele eine Faserstoff- oder Stahleinlage. Diese Hanfseele wird zur Konservierung vor der Verseilmaschine durch ein Konservierungsbad gezogen. So entsteht gleichzeitig ein Schmierstoffpolster für die umgebenden Stahldrahtlitzen. Hier sieht man das Verseilen von 6 Litzen um ihre Hanfseele zu einem Zugseil. Die aus 19 Drähten im Parallelschlag verseilten Litzen werden auf einer modernen Schnellverseilmaschine mit elektronischer Steuerung gefertigt. Diese Maschine läuft stufenlos von 0 bis 650 Umdrehungen pro Minute, bei einer Länge von 68 Metern und vermag bis zu 36 Spulen aufzunehmen. Da sie mit einer automatischen Ausschaltvorrichtung bei Drahtbruch versehen ist, wird sie trotz ihrer großen Länge und hohen Leistung von nur einem Drahtseiler bedient. Neben dem Seil mit rundem Querschnitt finden auch Flachseile in der Industrie Verwendung. Trotz des Fortschritts in der Technik muss diese Seilart nach wie vor von Facharbeitern mit langjähriger Erfahrung von Hand auf der Nähbank hergestellt werden.
Wie alle anderen Seile wird auch das Flachseil mit einem Korrosionsschutzmittel überzogen. Ein solches Flachunterseil dient im Bergbau mit Köpelförderung als Gewichtsausgleich für Ober- bzw. Förderseile. Es würde den Rahmen dieses Filmes sprengen, hier die vielseitige Verwendung von Drahtseilen auch nur annähernd vollständig aufzuzeigen. Bei einer Vielzahl von Industrieanlagen, so unter anderem auch bei Hochöfen, Kränen, Schleppzügen und bei der Bundesbahn, finden Seile der Westfälischen Union seit Jahrzehnten Verwendung. Aus Lippstadt kommen die beiden Tragseile für die Kampenwandbahn auf der nächstgelegenen Verladestation Rosenheim an. Jede dieser Trommeln, die ein vollständiges Tragseil von 2600 Metern Länge aufgenommen hat, wiegt 25.000 Kilogramm. Tragseile dieser Art ersetzen bei einer Seilbahn praktisch die Schiene. Auch zum Abladen der Seiltrommeln werden wiederum Drahtseile verwendet. Mit einem Tieflader der Bundesbahn wird die schwere Last über die Autobahn zur Baustelle befördert. Ein Einzelteil der Stützen mit einem Stückgewicht von 1500 Kilogramm wird mit der Materialbahn an den Montageort gefahren. Hier wird nun die Stahlkonstruktion der Stütze 4 errichtet.
Das unwegsame Gelände, die großen Höhen und die widrigen Witterungseinflüsse erfordern den vollen Einsatz jedes einzelnen Menschen. Neben fachlichem Können sind Schwindelfreiheit und Mut die wichtigsten Voraussetzungen. Die Standsicherheit der Stütze auf dem Fundament wird durch 16 Schrauben von je 64 mm Stärke gegeben. Die 24 Meter hohe Stahlkonstruktion steht auf dem 14 Meter hohen Stahlbetonkasten und ist mit 38 Metern Gesamthöhe und einem Konstruktionsgewicht von 30.000 Kilogramm die höchste und wohl auch interessanteste der sechs Stützen. Um die Seile der Bahn aufziehen und später auf die Stützen auflegen zu können, wird zunächst von der Bergstation aus ein Hilfsseil von Hand über das vielfach unwegsame Gelände der Schneisen zutage gebracht. Das Ende des hier ausgelegten Seiles wird dann mit dem jeweils an der Talstation bereitstehenden Drahtseil verbunden und mit einer Elektrowinde zur Bergstation befördert. Das in zwei Teilen angelieferte Zugseil, das als endloses Seil auf der Bahn laufen soll, muss sowohl an der Berg- als auch an der Talstation durch genau vorgeschriebene Einlegespleiße fest verbunden werden. Diese Spleißarbeit, die eine langjährige Erfahrung und handwerkliches Können voraussetzt, geschieht, indem von den Seilenden jede zweite Litze abgewickelt und die übrig bleibenden Litzen abgeschnitten werden. Die so bearbeiteten Seilenden werden dann fest ineinander gesteckt und je eine Litze des einen Seiles wird durch die entsprechende Litze des anderen Seiles ersetzt. Die Litzenenden werden sorgfältig gerade gerichtet, mit Isolierband und Hanf umwickelt und mit einem Spleißmesser anstelle der entfernten Hanfseele in das Seil eingelegt. Damit die Tragseile die vorgeschriebene Zugspannung haben, werden sie in der Bergstation verankert und auf der Talstation über Kupplungsmuffen und Ballastseile mit Spanngewichten belastet, die das Tragseil so straffen, dass ein Befahren möglich ist. Hier noch einmal der Aufbau des Tragseiles, das aus 5 Lagen Runddraht und einer Lage Profildraht besteht. Bevor das Seil in der Muffe vergossen wird, wird dessen Ende abgebunden und zu einem Besen geöffnet, der sorgfältig gesäubert und dann verzinkt wird.
Eine flüssige Metalllegierung wird vorbereitet und bei entsprechender Temperatur in die erwärmte Muffe eingefüllt. Die erkaltete Muffe wird zurückgeschlagen und abgezogen. Hier ist der fertige Vergusskegel mit seinem homogenen Gefüge gut zu sehen. Und hier im Vorgriff auf die spätere Bauentwicklung. Das Tragseil, die Kupplungsmuffe, das biegsame Ballastseil von 54 mm Durchmesser, das in den fertiggestellten Spanngewichtsschacht führt, wo über eine Einscherung jedes Tragseil mit 63.000 Kilogramm schweren Betongewichten auf 31.500 Kilogramm Grundspannung belastet ist. Doch zurück zum chronologischen Bauablauf. Hier wird bei Stütze 4 das ausgelegte Tragseil in den Stützenschuh aufgelegt. Mit einem Schrägaufzug wird das Baumaterial über das Transportgleis zum Berggasthaus befördert, dessen Deckenunterzüge verschalt werden. Als Bauplatz wurde der günstigste Aussichtspunkt gewählt. Der Rohbau ist fertiggestellt und das Richtfest findet statt. Der Bau der Talstation ist fertiggestellt. Am Schaltpult sind sämtliche Steuerungsvorgänge der Bahn vereint. Der Antrieb wird eingeschaltet und läuft über Widerstandsstufen langsam an. Zur Erzielung der notwendigen Treibfähigkeit wurde die Antriebsscheibe mit einem Durchmesser von 3,2 Metern ausgeführt. Um einen ruhigen Lauf zu erreichen, ist sie mit doppelter Schrägverzahnung versehen. Der Motor des Hauptantriebs hat eine Leistung von 135 Kilowatt. Zur Sicherheit wurde ein Hilfsantrieb eingebaut. Beide sind wahlweise einzukuppeln. In der Talstation sind Antrieb und Spannvorrichtung vereinigt. Über Seilscheiben wird das Zugseil gespannt und auf die Spurweite der Bahn umgelenkt. Eine Reihe von Messgeräten zeigt dem Maschinisten am Führerstand sämtliche Betriebsvorgänge an. Aus den Abstellgleisen werden die Kabinen über Drehscheiben auf den Fahrstrang gebracht. Die im Umlauf befindlichen Kabinen werden über automatisch gesteuerte Drehscheiben von der Einfahrt zur Ausfahrtsseite transportiert.
Durch einen Kettenförderer wird die Kabine auf die Seilgeschwindigkeit beschleunigt und auf das Zugseil gekuppelt. Nachdem die Kabine auf das Zugseil gekuppelt ist, wird über besondere elektrische Einrichtung ihre Klemmkraft am Seil geprüft, angezeigt und die Bahn bei nicht ordnungsgemäßem Kuppeln oder zu geringer Klemmkraft selbsttätig abgeschaltet. Entsprechend der Besucherfrequenz werden die Kabinen, die jeweils 4 Fahrgäste aufnehmen können, auf die Strecke gebracht. Hierdurch ist die Leistungskapazität von 300 Personen in der Stunde gewährleistet. Bei der Fahrgeschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde beträgt die reine Fahrzeit 14 Minuten. Der Fahrgast kann diese Fahrt beruhigt antreten, denn außer den erwähnten technischen Sicherheitseinrichtungen verfügt diese Bahn erstmalig über eine gesonderte Rettungsbahn mit einem unabhängigen eigenen Antrieb. In Notfällen werden mit ihr die auf der Strecke befindlichen Personenkabinen der Hauptbahn in die nächstgelegene Station eingeholt. In dem Berggasthaus, das hier fast fertiggestellt ist, wird der Fahrgast mit einer glücklichen Mischung von Behaglichkeit, modernem Komfort und neuzeitlichen gastronomischen Einrichtungen empfangen werden. Ein Skilift in das nahegelegene, gut befahrbare Skigebiet des Kampenwand Nordhanges wird die Anlage im Bergsattel der Kampenwand vervollständigen. Gäste, die den Fußweg zum Tal scheuen oder sich nicht sicher genug fühlen, im Winter auf ihren Skiern abzufahren, werden in der verglasten Kabine der Bahn noch einmal in aller Ruhe die Aussicht in das Alpenvorland und auf den Chiemsee genießen können. Mit der Kampenwandbahn, versehen mit den Seilen der Westfälischen Union, geht eine der modernen Seilbahnanlagen Europas in Betrieb, die nach allen erdenklichen Gesichtspunkten der Betriebssicherheit errichtet wurde. Wir dürfen hoffen, dass viele Menschen mit ihrer Hilfe Erholung in einem bisher unerschlossenen Gebiet der bayerischen Bergwelt finden werden.